Mann ist aber keine 60, oder? Na? Nee. Ja? Echt? Oh, er steht schon viel zu früh. Ja? Ja. Wir haben viele gute Reaktionen. Wir sind Torwart beide noch, vielleicht sind wir schneller auf den Bremsen. Na, mal schauen. Ich weiß nicht, natürlich. Ne? Also, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jagdfieber. Mein Name ist Michael Bernatek. Ja, der Dezember in Berlin hat es wirklich in sich. Vier Heimspiele stehen bei den Füchsen auf dem Programm. Wie sich das Team heute gegen die MT Melsungen geschlagen hat und was unser Gesprächspartner, unser Linksaußen Bjarki dazu sagt, das seht ihr in der heutigen Ausgabe. Dieser Mann kann sich eigentlich nur selbst stoppen. Schnell, zielstrebig, isländisch, erfolgreich. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Bjarki Mar Ellison. Ja, Füchse-Fans, es wird kalt in Berlin und einer, der sich aufgrund seiner Herkunft damit auskennt, der ist heute bei uns beim Jagdfieber. Herzlich willkommen, Bjarki Mar Ellison. Dankeschön. Bjarki, ich musste schmunzeln, als ich mal gegoogelt habe, was dein Name übersetzt heißt. Bjarki heißt nämlich ist isländisch und heißt kleiner Bär. Das passt ja perfekt zu Berlin. Bist jetzt in der zweiten Saison hier bei uns. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich richtig gut in Berlin. Ich wohne hier in Prenzlauer Berg, nicht so weit weg von Max-Schmeling-Halle, auch wo wir trainieren. Nicht so weit weg, so ist alles optimal. Man sagt ja, der Winter in Berlin ist ziemlich hart. Du als Isländer kennst dich ja mit solchen Temperaturen aus. Magst du diese Jahreszeit oder bist du doch eher der Sunny Boy? Ich mache jederzeit, weißt du. Harte Winter ist das auf keinen Fall für mich. Vor allem letzte Winter. Werden wir schauen, ob diese wird schlimmer, aber harte Winter ist das auf keinen Fall. Du hast ja mit Erlingur einen Landsmann als Trainer. Hilft dir das, hier in Berlin anzukommen? Unterhaltet ihr auf Isländisch oder oder läuft das bei euch? Ja, das hilft ein bisschen, aber ich bin nur ein Spieler und er ist ein Trainer und wir haben nur unsere Aufgaben. Wir sind beide Profis, so wir, ja, also ich bin nur wie jemand anderer in die Mannschaft. So, das ist nicht ein Vorteil, das ist einfach, okay, ich kann ein bisschen mit ihm quatschen und sowas auf Isländisch, aber wir sind beide Profis. So. Wie es heute bei den Profis geklappt hat mit dem Spiel gegen Melsungen und zu welcher Betriebstemperatur Bjarki es geschafft hat, das seht ihr jetzt im folgenden Beitrag. Zweifelsohne, man kann sich voll und ganz auf ihn verlassen. Füchse-Torhüter und Kapitän Peter Stochlen schärft beim Stand von 32-31 den 7 Meter von Melsungs Michael Allendorf und sichert somit auch den knappen und vor allem hart umkämpften Sieg der Berliner Füchse gegen die zuvor drei Spiele sieglosen Melsunger. Bester Werfer im Fuchsgewand war mit 13 Treffern der Däne Hans Lindberg. Jedes Mal, wenn ich auf dem Feld stehe, versuche ich mal erfolgreich zu sein und das Beste zu geben. Und das hat heute gut geklappt. Im ersten Durchgang der Partie klappt bei den Gästen aus Melsungen mehr als bei den Hausherren. Das ungenaue Abspiel von Steffen Feeth antizipiert. Ex-Fuchs Johannes Selin, Kreisläufer Felix Danner vollendet zum 7:10. Des Öfteren in Durchgang 1 können sich die Melsunger über viel Platz und Raum zum Kombinieren freuen. Was funktioniert bei den Füchsen, ist das Zusammenspiel Wiede Lindberg. Und so erzielt der Däne auch dank nervenstarker 7 Meter bereits im ersten Durchgang 8 eigene Treffer. 14:18 lautet der Halbzeitstand nach aus Füchse-Sicht eher unbefriedigenden 30 Minuten. In der ersten Halbzeit haben wir vor dem Angriff viele einfache Fehler gemacht und nicht mit die Druck, man muss gegen Melsungen spielen, also man muss ja die 1 gegen 1 Situation gewinnen, vorne gegen Melsungen. Und das haben wir nicht geschafft und das haben wir bestraft. Und in zweiter Halbzeit haben wir das viel verbessert. Erstmal haben wir das in Abwehr verbessert und zweitens haben wir auch Angriff besser Lösung gefunden. Ruhig und abgeklärt von der 7-Meter-Linie bleibt der Rechtsaußen auch im zweiten Durchgang. Mit zunehmender Spielzeit ist es aber auch ein Match, das dem Spielgestalter Peter Nenadic mehr und mehr zu liegen scheint. Wirft er, spielt er ab, der Serbe ist stark im 1:1, im Lückenfinden und hier im Anspiel auf Jakov Kujun. Und auch im Deckungsverbund läuft es nun besser für die Berliner. Fabian Wiede kompromisslos.
Dies bleibt ja auch in der nächsten Szene. Die Lösungsansätze der Füchse greifen in Durchgang 2. Wie auch in der nächsten Szene das Anspiel von Peter Nenadic, der die Deckung der Gäste schwer beschäftigt, setzt Hans Lindberg perfekt in Szene. Er ist ein guter Spieler und er hat dann, ich würde sagen, in zweiter Halbzeit hat er gute Lösung gefunden und das hat mich natürlich gefreut. 4 Tore betrug der Rückstand der Füchse zur Pause. 4 Tore, die nach dem Stil und dem Treffer von Bjarkima Ellison nach fast 42 Minuten nun egalisiert sind. Doch die Partie bleibt hart umkämpft. Im Duell der ehemaligen Mitspieler bleibt Johannes Selin in dieser Szene Sieger. Und ja, auch dieses Bild gehört zu den Spielen der Füchse gegen Melsungen wie der Fernsehturm zu Berlin. Michael Müller hat mal wieder die komplette Füchse-Fanschaft gegen sich aufgebracht. Nächstes starkes, spätes Anspiel von Peter Nenadic. Nun steht die Max-Schmeling-Halle endgültig Kopf. Und dies auch, weil Paul Drucks mit diesem No-Look-Pass brilliert, der 30:30 Ausgleich von Bjarkima Ellison. Peter Stochels Nervenstärke lässt die Füchse die Siegerstraße nicht mehr verlassen. Und so setzen die Berliner letztlich das um, was Bob Hanning vor der Partie forderte. Man muss die Heimspiele gewinnen. Bjarki, die Füchse haben sich in den letzten Spielen etwas schwer getan. Da war ein bisschen auch der Wurm drin. Wie beurteilst du heute das Spiel? Ja, das war ein sehr harter Kampf. Ich denke, jeder hat das gesehen. Erste Halbzeit war von uns schwach. Wir haben schlecht zurückgelaufen. Angriff haben wir nicht konsequent genug gespielt. Abwehr auch. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Aber das waren nur 4 Tore. Und das, über das haben wir diskutiert in der Halbzeit. Das kann sich schnell ändern im modernen Handball. So, zweite Halbzeit fand ich sehr, sehr gut von uns. Wir haben zusammengestanden in der Deckung und gut im Angriff gespielt. So, ja, ich bin sehr zufrieden mit den 2 Punkten heute. Bist du auch zufrieden mit deiner Leistung? Du hast mehrere entscheidende Treffer gemacht, sage ich mal. Du hast den Ausgleich zum 21-21 geworfen und ab dann ging es ja wirklich richtig los. Dann hat auch die Max-Schmeling-Halle wieder gekocht. Ja, also ich habe mich gut gefühlt heute und ich bin glücklich, dass ich habe 100% Quote gehabt. Das ist, fand ich gut, aber ich versuche immer nur die Mannschaft zu helfen und die Mannschaft hat wirklich gut zusammengestanden heute, vor allem in der zweiten Halbzeit und mit das bin ich sehr, sehr glücklich. Ihr hattet ja vor kurzem als Füchse ein Erlebnis mit dem Auto. Du bist bei uns unterwegs auf Linksaußen. Bist du denn auf der Autobahn auch auf der Überholspur Linksaußen oder was bist du eher für ein Fahrer? Ich bin ein sehr, sehr sicher und guter Fahrer. Ein sehr, sehr guter Fahrer? Ja, wenn ich selber sage, aber vielleicht das nicht meine Ding zu sagen. Aber ich bin guter Fahrer, sicher. Hast du den Führerschein sofort bestanden und kennst du nur alle Verkehrsregeln? Ah, Berlin ist auch manchmal schwer, aber ich kriege das hin. Warum ich Bjarki solche Fragen gestellt habe, hat einen guten Grund. Die Füchse waren nämlich kürzlich beim Fahrsicherheitstraining. Was sie dort erlebt haben, darum geht es jetzt im nächsten Beitrag. Spaß war der erste Faktor, aber der zweite, und das ist ja der Hintergrund eigentlich bei diesem Fahrsicherheitstraining, dass natürlich auch ein gewisser Anreiz da ist, so ein bisschen auf die Sicherheit achten. Ansonsten, wenn man jetzt die Spieler von der Füchse fragt, ich denke, da ist keiner mit dabei, der sagt, nee, hat mir nicht gefallen. Ja, also ich glaube, alle haben ein Smiley im Gesicht und freuen sich. Ja. Ich denke, ja, ich habe im Auto ziemlich viel Selbstvertrauen. Ich denke, dass ich fahre gut. Gelernt weiß ich nicht, geübt und die Situationen normalerweise erkennt man nicht oder erlebt man nicht und will nicht erleben. Natürlich, das ist schön, sowas zu üben, weil irgendwann vielleicht kommen solche Situationen und dann kann man theoretisch etwas schneller reagieren und kann viel verraten. Wie mache ich eine richtige Fahrenbremsung? Zum Beispiel so. voll auf die Bremse. Voll auf die Bremse. Was mache ich mit der Kupplung, wenn ich eine habe? Auch, ne? Volle Pulle. Oder auch so. Was ist denn das für eine Bremsung?
Der Bremspunkt ist dieses hier. Ja, Sie kommen von da angefahren, hier durch, und ab hier erfolgt jetzt die Gefahrenbremsung. Wir lassen den Reaktionsweg, die Reaktionszeit, die lassen wir außen vor. Uns geht, jo, ist wasserdicht. Ja, der ist wasserdicht. Aber die sieht's doch nicht. Leute, der trocknet wieder, die Sonne scheint doch. Ausziehen, baden hier. Duschen. Nein. Ja? Also bei Versicherung. Ja? Also wir lassen Reaktionszeit und Reaktionsweg einfach außen vor. Sondern hier geht es wirklich um die Gefahrenbremsung. Diese Vollführtourte Peter Stochel auf dem Gelände des TÜV Rheinland in Oranienburg gekonnt sicher. Bei so gefühlt ganz groben 60 Stundenkilometern. Waren es aber keine 60, oder? War? Nee. Ja? Echt? Oh, das steht schon viel zu früh. Ja? Ja. Wir haben viele gute Reaktionen. Wir sind Torwarts beide noch viel leichter, die wir schneller auf den Bremsen. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, natürlich. Ne? Also, ja. Also ich denke, das war für den einen oder anderen schon ganz, wie sagt man, lehrreich, um da zu sagen, nur Gas ist auch nicht immer das Feine. Ne? Geschwindigkeit, Blickführung, ne? Auch wenn man im Kreis fährt, bringt dir ja nichts, wenn ich direkt vor das Auto gucke. Und dann natürlich schauen, was so die Elektronik macht. Ja, denn alle Autos sind ja heutzutage mit ESP, ABS und so weiter ausgestattet. Manche haben noch mehr Fahrerassistenzsysteme mit verbaut. Und deshalb haben wir grundsätzlich immer noch einen Beifahrer mit dabei gehabt, dass der mal gucken konnte, wann reagiert so ein Fahrzeug, wann versucht es auszubrechen. Und die, die draußen standen, haben ja manchmal auch gesehen an den Fahrzeugen, dass das Fahrzeug ausgebrochen ist oder wollte ausbrechen. Und teilweise am Geräusch hat man es auch gemerkt, wenn es über die Vorder- oder Hinterachse ausbrechen wollte. War das sehr schön, sowas zu ausprobieren einfach. Auch mit eigenem Fahrzeug sogar, ja, weil mit dem Fahrzeug fahre ich am jeden Tag sehr viele Kilometer. Und das Fahrzeug ein bisschen mehr in den Griff haben, kann wichtig sein. Kann wichtig sein, wird es hoffentlich, aber nie werden. Trotz alledem ist es gut zu wissen, dass die Füchse kühlen Kopf in schwierigen, wenn auch simulierten Situationen bewahren können. Ja, Bjarki, das sah ja eben nach einer Menge Spaß aus. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, war gut. Ich habe das schon einmal gemacht im Island. Aber war gut, ein bisschen zu erinnern, und hat Spaß gemacht. Was hast du persönlich aus diesem Training mitgenommen? Nichts, dass ich nicht schon wusste, aber im Regen musst du sicher sein. Wir haben probiert, wenn es ganz nass war, zu bremsen. Das ist, ja, muss man richtig vorsichtig sein. Letzte Frage zum Thema Auto. Du wohnst ja hier in der Nähe der Halle. Wie kommt Bjarki heute nach so einem Spiel nach Hause? Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Mit Auto. Ich habe ein neues Peugeot. 308 Sport GT, richtig schönes Auto, und mit dem bin ich sehr zufrieden, und ich nutze das Auto, wann ich kann. So, ich bin mit Auto gekommen. Nach Hause ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir haben heute genug geschwitzt, sind K.O. von diesem Spiel. Ja, das war's für heute beim Jagdfieber. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.